Hi. Leute, ich leg euch mal hier ab. Herzlich willkommen zu diesem Scheißvideo. Ja, ich mache hier mal so ein kleines Update-Gedöns. Alter, ich sehe furchtbar aus, aber egal. Ich mache hier mal so ein kleines Update-Video, nicht, dass ihr wieder denkt, ich bin eingeschlafen oder lieg hier irgendwie tot in der Ecke und mache jetzt hier 3 Wochen wieder nichts. Ich würde gern, aber es gibt so ein paar Dinge, die gerade los sind, und wenn ich das Ganze auf Twitter schreibe, dann guckt sich das eh kein Schwein an, weil ich da auch sonst nie was schreibe. Deswegen mache ich hier einfach so ein Update-Kack-Video. Also nicht wundern, das ist alles, es wird nicht besser. Zunächst mal, ich bin dieses Wochenende in Wien. Ja, also jeder, der aus Wien und Umgebung kommt, der soll sich eingeladen fühlen. Am Samstag gibt's ein Zuschauertreffen in der Marx-Halle. Nicht Karl Marx, sondern nur in der Marx-Halle. In der Marx-Halle in Wien. Also 23. April um 9 Uhr geht's los. Und es sind noch ein paar Tickets da. Ich habe das bis jetzt irgendwie auf halt Twitter und Insta geteilt. Ich glaube aber, da interessiert so gut wie keinen. Deswegen hier nochmal der Aufruf. Wen das interessiert und am Samstag Zeit hat und aus Wien und Umgebung kommt und die Möglichkeit hat, kann gerne in die Beschreibung gucken. Da gibt es die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Und die kosten 10 Euro. Allerdings, die müssen 10 Euro kosten, also sie müssen überhaupt was kosten, sonst kommen irgendwelche richtig schlauen Leute auf die Idee, ich nehme mir mal 1000 Tickets und dann sind alle weg. Und ja, sie müssen 10 Euro kosten eben deswegen, und deswegen kriegt ihr auch als Entschädigung, in Anführungsstrichen, ich glaube 2x 2,50 € Essensgutschein, also 5 Euro. Und noch ein Goodie-Bag, der, glaube ich, allein schon 10 Euro wert ist. Also so gesehen kriegt ihr ja fast schon was wieder. Im Endeffekt also immer noch günstiger als jede andere scheiß YouTube-Veranstaltung. Deswegen gehe ich da auch nicht hin. So, weiß nicht, so 30, 40 Euro für so ein dämliches Bühnenprogramm. Naja, muss nicht sein, aber das finde ich eine ziemlich coole Aktion. Und es ist in Wien. Ich weiß, nicht viele kommen aus Wien, das ist mir klar, und viele haben auch gar nicht die Möglichkeit, dorthin zu kommen, aber ihr müsst mir auch nicht die Städte in die Beschreibung packen, wo ich gerne hinkommen soll, weil ich suche mir das nicht aus. Es kommen aber auch andere YouTuber, also ich weiß nicht, Kev kommt, ich glaube Kelly ist noch mit dabei, also Mrs. Vlog und noch irgendwelche anderen YouTuber, keine Ahnung, das steht auch alles auf der Website. Wie gesagt, wenn ihr am Samstag Zeit habt und Lust habt, es gibt noch Tickets, dann schaut einfach in die Beschreibung und dann sehen wir uns am Samstag. Ich würde mich freuen. Und jetzt kurz was zur aktuellen Lage. Warum wieder keine Videos kommen? Ich weiß nicht. Oh, Alter. Doch, man sieht es. Guck halt nur die ganze Zeit in die Linse. Alter Schwede. Ja, das ist ein Merkmal der aktuellen Situation, denn es ist Frühling. Das gute Wetter beginnt. Gerade fängt es an zu regnen. Und es scheint die Sonne auch nicht schlecht, der Aprilwetter. Heute hat schon 2-mal geregnet und zwischendurch knallt immer die Sonne rein. Genau, es ist Frühling und da kommen natürlich einige Bäume auf die Idee, lass mal hier die Knospen sprießen. Und dann gibt es auch solche Kandidaten wie die Birke, die meint, lass mal die Pollen rumschmeißen und lass mal Tom ärgern. Genau, das ist nämlich momentan der Fall. Meine Augen sind knallrot. Ich habe zwar Augentropfen und den ganzen Scheiß, den man sich besorgen kann, aber der springt bei mir nicht wirklich an. Und bei dem einen Auge hier, das ist ein gesundes Tom-Auge, das habe ich noch halbwegs in Ruhe gelassen. Aber das hier ist, es juckt wie die Hölle. Und ich weiß nicht, ob er es hört. Gerade habe ich mich zugepumpt mit Nasenspray. Es ist schwierig, so zu reden. Und klingt einfach nur furchtbar scheiße. Und ich will so keine Videos aufnehmen. Ich will nicht so die ganze Zeit moderieren. Deswegen, ja, ich bin momentan gesundheitlich, obwohl ich mich topfit fühle, nicht in der Lage, ordentliche Videos aufzunehmen. Und ich fühle mich auch richtig scheiße irgendwie durch diese ganze behinderte Birkenpollenkacke. Ich weiß nicht, warum ist man dagegen allergisch? Welcher Scheißpunkt in der Evolution lief falsch, dass man gegen so einen Rotz allergisch ist? Keine Ahnung. Auch kommt dazu, ich ziehe um. Und zwar in 2 Tagen. Yay. Ich habe das alles natürlich wieder auf den letzten Drücker. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Diesmal war der neue Vermieter der Penner. Also der, der gepennt hat, weil die Bude sollte eigentlich zum Anfang des Monats fertig sein. Und dann komme ich in die Wohnung rein. Am, ich glaube, 2. April war das. Und dann liegt die ganze Küche da zerteilt auf dem Boden. Die Bude ist nicht sauber. Ey, und der Mietvertrag beginnt. Habe ich direkt angerufen. Was ist los? Und der, ich dachte, alles okay. Und dann, keine Ahnung,
hat er die Leute da nochmal beauftragt, da irgendwie alles zu bauen und sauber zu machen, weil er irgendwie in der Schweiz sitzt und keine Ahnung hat, was mit der Bude los ist. I don't know. Ist auf jeden Fall gerade etwas stressig. Ich sag mal, ich weiß nicht, sieht man das? Das ist ein bisschen, da hinten sieht man. Da sind ein paar Kisten. Da ist mein Arbeitsplatz. Ja, und eigentlich wollte ich noch eine Roomtour machen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch eine Roomtour wollt, weil das Problem ist jetzt, die Bude ist schon zur Hälfte eingepackt. Also ihr werdet die Wohnung leider nie so zu sehen bekommen, wie sie einmal war. Das Problem war nämlich immer, ich wollte eine Roomtour machen, wenn ich mal sagen konnte, hey, die Bude ist fertig. Und ich habe irgendwie immer gesagt, ja, das muss noch besser gemacht werden, das muss noch besser gemacht werden. Aber irgendwie, naja, ist es dann nie was geworden. Und jetzt ziehe ich um. Toll, ne? Ja. Das waren jetzt drei Sachen, die ich ansprechen wollte. Wie gesagt, das ist hier ein richtig... Boah, ich sehe aus wie so ein Zombie. Junge, Junge, Junge. Allerdings ist es so, ich habe gestern angefangen. Ich habe mir, weiß nicht, 3 Tonnen Nasenspray reingeballert. Ich habe ein Projekt mit Deno aufgenommen. Das kommt ab Freitag, damit ich zumindest was für die nächste Zeit habe. Denn, und das ist die nächste gute Nachricht, ich weiß nicht, wann ich an meiner neuen Adresse Internet habe. Keine Ahnung. Sagen irgendwie, ja, 3 Wochen und keine Ahnung, jetzt sind 3 Wochen vergangen. Ja, die Telekom muss... Alter. Ich dachte eigentlich, wir sind irgendwie... wir leben in einer Zeit so, ey, drückst einen Knopf, hast Internet. Nein. Wir müssen erstmal 3 Wochen auf eine Rückmeldung warten. Und dann können wir sagen, ob wir es freischalten können. Nice. Ja, also wann ich wieder Internet habe, steht auch in den Sternen. Wochenende bin ich weg, ich fühle mich scheiße. Speziell gehen natürlich Grüße an diejenigen raus, die auch unter so einer Scheiße leiden. Ey, mein herzliches Beileid, ich weiß nicht, warum das so ist. Ey, wir sollten uns zusammentun. Wir sollten eine Kette von Kettensägenläden eröffnen. Mit der Bedingung, beim Kauf einer Kettensäge muss jeder eine Birke umnieten. Das wäre doch der Hammer, oder? Oder irgend so ein Kackbaum, den... Ich hoffe, jede Birke wird zu einem billigen Ikea-Regal verarbeitet, was dann richtig schlecht behandelt. Okay, ja, ich laber scheiße. Macht's gut, habt einen schönen Tag, schönen Abend, whatever. Bis spät, ja, bis Freitag. Oder, keine Ahnung, mal gucken, ob ich vorher noch was schaffe. Tschüss.